Die heutige Frage, die sich mir stellt, die wichtigste Frage des Universums. Dr. Who? Nein, heute geht es um die Top 10 der, nennen wir sie mal, gefährlichsten Monster, Antagonisten, schwierig bei Dr. Who, aber auf jeden Fall die Top 10 meiner Meinung nach gefährlichsten Wesen. Und bevor wir jetzt anfangen, ich habe noch ein paar Honorable Mentions, und zwar Satan. Natürlich, wir wissen, David Tanner, der Satan begegnet ist. Geniale Folge übrigens. Schauspielerisch, Perfektion. Dann natürlich Midnight. Dieses total creepy Wesen, was den Doktor alles nachgeplappert hat, dann irgendwann, beziehungsweise erstmal alles nachgesagt hat, dann simultan geredet hat und dann Sachen, bevor der Doktor sie sagen konnte, gesagt hat. Und dieses Wesen konnte vom Doktor nicht mal besiegt werden. Es ist einer Mitarbeiterin, diesen Zug zu verdanken, dass der Doktor überlebt hat, sonst hätten sie ihn rausgeworfen, der wäre gestorben. Ich meine, dafür verdient man auf jeden Fall einen Honorable Mention. Natürlich noch The Wire, The Empty Child. Und jetzt beginnen wir mal mit der regulären Top 10. Und auf dem 10. Platz ist eine Familie, die den Doktor dazu gebracht hat, zum Menschen zu werden, und zwar The Family of Blood. Klar, man kann sagen, im Nachhinein hat man ganz klar gesehen, der Doktor wollte nicht sich schützen, sondern sie schützen. Es war aus Mitleid. Dennoch konnte die Family of Blood einiges anrichten. Sie konnten eine Armee mobilisieren mittels genialer Wissenschaft. Sie haben den Doktor eben so weit gebracht und sie sind auf jeden Fall eine Gefahr. Und was von ihnen ausgeht, also das Potenzial eigentlich, wenn sie einen Time Lord verspeisen, ist immens. Sie werden ja dann zu Unsterblichen. Gut, sie wurden jetzt nicht auch zu Unsterblichen, aber nicht auf die Art, wie sie es eigentlich vorgesehen haben oder wie sie es eigentlich wollten. Dann kommen wir mal zu Platz 9. Und da bleibt nur eins zu sagen. Sontaha. Im Namen des Sontaranischen Imperiums sind natürlich hier die Sontaraner auf Platz 9. Und ich weiß, sie sehen ein bisschen creepy aus und sie kamen teilweise auch nicht gut weg. Aber die Sontaraner sind nun mal die mächtigste Armee-Fraktion des Universums. Und sie sind mächtig. Sie besitzen eine krasse Armee, sie konnten schon einiges tun. Es war nicht unbedingt die intelligenteste Idee, Leute mit einem Navigationssystem umzubringen, aber es sind trotzdem Sontaraner und sie sind trotzdem cool. Also, Sontaraner müssen hier verdient auf jeden Fall auf Platz 9 kommen, weil, wie gesagt, sie sind eine Klonarmee und sie sind wahnsinnig gefährlich und dadurch, dass sie eben Klone sind, können sie sich wahrscheinlich endlos reproduzieren. Auf Platz 8 haben wir hier die Vasta Nerada. Und ich weiß, bei vielen sind sie weiter vorne, bei mir jedoch nicht. Sie sind gefährlich, klar, tödliche Stille hat gezeigt, wie gefährlich sie sein könnten. Dennoch müssen wir hier eine Sache auf jeden Fall bedenken. Sie sind im Schwarm gefährlich. Heißt, wenn sie sich mobilisieren, sind sie gefährlich. Sie sind aber nicht bösartig. Und sie haben auch keine böswilligen Absichten oder Intentionen. Sie tun sich zusammen und fressen. Und wie gesagt, wir wissen ja auch, dass sie auf der Erde übrigens auch auftreten. Also, immer aufpassen und immer die Schatten zählen, ihr wisst Bescheid. Aber jedoch fressen sie da Kleintiere oder halt Menschen, die verschwinden. Übrigens, coole Aussage. Die sind schon mächtig, die sind schon stark. Dennoch müssen sie sich, wie gesagt, zusammentun. Und das ist bei denen auch mehr zielorientiert. Bedeutet, die sind nicht gerade irgendwie Planeteneroberer. Wenn man sie jetzt in Relation zu einem Menschen stellt, dann sind sie natürlich wahnsinnig gefährlich. Dennoch muss man sie hier auch ein bisschen in Relation zu den anderen betrachten. Deswegen sind sie hier nur auf Platz 8, nur in Anführungsstrichen. Auf Platz 7 sind die Cybermen. Spoiler-Alarm. Cybermaster. Also, ganz klar. Die Cybermen sind schon mächtig, deswegen, ich hätte sie wahrscheinlich sowieso auf den Platz gestellt. Aber mit diesem Update, mit den Cybermaster, die wir ja in Staffel 12 eingeführt bekommen haben und wahrscheinlich in Staffel 13 noch mehr thematisiert wird, das ist natürlich endlos Potenzial. Also, wir reden hier von Cybermen mit Timelord-Fähigkeiten. Cybermen, die sich reproduzieren und regenerieren und dabei dem Master verpflichtet sind. Wahnsinn. Also das ist endlos Potenzial. Auf jeden Fall mehr als interessant und hier absolut verdient auf Platz Nummer 7. Auf Platz 6. Die Stille erscheint, wenn die Frage gestellt wird. Genial. Top-Lot. Perfekt gemacht. Geniale Umsetzung. Die Stille ist der absolute Hammer. Du guckst hier an. Du guckst wieder weg. Du hast sie vergessen. Natürlich, sie können auch noch ein bisschen mit Elektromagnetismus agieren und können Leute theoretisch elektroschocken. Ist jetzt nicht unbedingt die beste Fähigkeit, weil im 1 gegen 1 Combat hat man gesehen, eine normale Pistolenkugel kann die theoretisch auch töten. Dennoch ist es halt einfach der Wahnsinn. Du siehst sie, dann guckst du weg und du hast sie vergessen. Genial. Also kann man nichts dazu sagen, das ist einfach perfekt. Und die Stille als Organisation, also die Kirche der Stille sozusagen, diese Fraktion, die sich von dem päpstlichen Megacomputer abgesondert hat, um dann eben den Doktor zu töten und dabei auch Wolverson genutzt hat und alles. Das war auch genial. Ich meine, die sind durch die Zeit gereist und wollten den Doktor in seinem Zeitstrahl vernichten. Und sie sind schon sehr nah daran gekommen.
Letztendlich wurden sie dann aber auch zu Verbündeten des Doktors und haben mit ihm zusammen Weihnachten gerettet. Die Stille rettet Weihnachten. Nein, auf jeden Fall, die Stille ist sehr, sehr mächtig und sie hat auch den Cybermen einiges voraus, weil die Organisation an sich denkt halt weiter und die beherrschen halt Planeten, die erobern Planeten. Die erobern sie gut, die infiltrieren sie gut, jedoch nicht so gut wie die hier auf dem Platz 5 befindlichen Mönche. Die Mönche. Sie schaffen es, eine komplette digitale Version der menschlichen Lebensgeschichte, der kompletten menschlichen Existenz nachzuspielen, um dann deren ganzen Schwächen rauszufinden. Selbst mit dem Doktor inbegriffen, war das Perfektion. Und selbst ohne diese Simulation hätten die Mönche gewonnen und sie kamen auch sehr weit. Dafür, dass sie mit einer Pyramide im Kriegsgebiet landen und trotz dessen eingeladen werden müssen, bedeutet, man muss sie um ihre Hilfe bitten und die Leute wollen sie um ihre Hilfe bitten. Sie schaffen es anhand von einer Kettenreaktion, eine Katastrophe mit atomaren Ausmaßen, beziehungsweise nicht atomaren Ausmaßen, aber auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine, zerstörerischen Ausmaßen, die auf die ganze Welt auch dann in dem Fall betreffen, einfach anzuleihen. Das ist der Wahnsinn. Eine Kleinigkeit, biologisch gesehen, ein Bakterium vernichtet die Menschheit und die Mönche können sie retten. Und wenn du ihnen zustimmst, infiltrieren sie die ganze Geschichte der Erde. Sie waren einfach immer da. Die Mönche sind auf unserer Seite. Die Mönche waren immer da. Es gab Statuen der Mönche. Und selbst der Doktor hatte Schwierigkeiten, diese Leute aufzuhalten. Man musste wirklich so weit gehen, um sie aufzuhalten. Das ist der absolute Wahnsinn. Er musste selbst seine Begleiterin dazu bringen, ihn vermeintlich zu erschießen, nur damit man die Mönche aufhalten konnte. Sie waren einfach da. Sie wurden eingeladen und sie waren da. So infiltrieren die Planeten. Bedeutet, im Prinzip würde es sogar gehen, dass sie auf gefährlichere Feinde treffen. Und natürlich, ich denke jetzt nicht, dass sie unbedingt jetzt zum Beispiel Skaro oder Gallifrey infiltrieren könnten, weil das würde wahrscheinlich über deren Fähigkeiten hinausgehen. Aber unmöglich ist es halt auch nicht, weil letztendlich würde man ihnen zustimmen. Und wenn die Daleks das Angebot bekommen, zum Beispiel, dass sie ihnen den Doktor ausliefern, das dann hinbekommen, würden die Daleks ja zustimmen. Die Frage ist natürlich nur, was sich daraus entwickeln würde. Und das ist ja auch mit einer gewissen Hingabe verbunden. Heißt, man muss ja nicht theoretisch Liebe empfinden. Und das ist ja bei den Daleks eher unwahrscheinlich. Ich wollte schon untypisch sagen, aber es ist unwahrscheinlich bis unmöglich. Deswegen, natürlich, die Mönche kann man hier auf jeden Fall hochwenken. Nicht so hoch wie gedacht, aber es geht. Und sie haben, wie gesagt, der Stille was voraus, weil sie haben etwas geschafft, was die Stille nicht geschafft hat. Sie haben es geschafft, die Zeitlinie wirklich zu verändern. Die Stille hat es versucht, aber es ist misslungen. Der Doktor ist zwar gestorben, aber ihr kennt ja den Plot. Auf dem vierten Platz hier die wahrscheinlich coolsten neuen ikonischen Feinde. Ihr wisst, was ich meine. Die weinenden Engel. Ich meine, Blink war eine der coolsten Folgen ever. Nicht blinzeln. Nicht wegschauen. Nicht umdrehen. Aber auf keinen Fall blinzeln. Es war einfach so cool. Also allein diese Folge war schon so cool. Und die können ja noch mehr. Ich meine, jedes Gemälde, jedes Bild, jede Zeichnung, der Engel wird zu einem Engel. Ein Engel manifestiert sich in deinem Auge. Der kann Illusionen erzeugen. Ein Engel kann die menschliche Schädeldecke öffnen und mittels der großen Rinde kommunizieren durch einen Menschen hindurch. Sie sind unglaublich mächtig, sie bewegen sich in Lichtgeschwindigkeit, sie können sich durch das gesamte Universum bewegen, sie waren schon immer da, man weiß nicht, wie sie aussehen und durch diese Quantensperre versteinern sie, wenn du sie betrachtest, wenn irgendein organisches Wesen sie betrachtet. Das ist nicht nur das genialste Schutzschild, zwar auch ihre größte Schwäche, aber auch das perfekte Schutzschild. Und theoretisch sind sie auf jeden Fall den Cybermen überlegen, das ist klar, bei den Daleks wird schon schwieriger, aber folgende Frage stelle ich euch. Ein Dalek, ein organisches Wesen in einer Rüstung, in einer Hülle drin, sieht durch seine Linse sozusagen diesen Engel. Und dieser Engel manifestiert sich ja eigentlich auch in dieser Linse. Bedeutet, dieses Bild vom Dalek, beziehungsweise dieses Bild vom Engel, wird ja zum Engel. Heißt, dieser Dalek würde theoretisch in seiner Rüstung zum Engel werden. Ist natürlich nur rein subjektiv und rein theoretisch, aber es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Dennoch, realistisch betrachtet, sind die Daleks halt schon irgendwo extrem mächtig. Ich meine, der Kult von Skaro, einer der coolsten Fraktionen ever, hat eine Sphäre erschaffen, die durch die Leere reisen kann. Das ist schon eigentlich eine andere Liga. Deswegen kommen wir auch auf jeden Fall zu Platz 3 und das sind natürlich die Daleks, weil die Daleks sind nun mal wahnsinnig mächtig. Sie hätten auch Gallifrey vernichtet, du wirst sie niemals los. Sie werden zwar immer wieder vom Doktor geschlagen, aber trotzdem kommen sie auch immer wieder. Das spricht eigentlich für ihren Erfolg. Und gut, Sieg der Daleks hat auch bewiesen, dass sie auch mal gewinnen können, was auf jeden Fall sehr interessant ist.
Aber alles im Allen sind die Daleks halt nur mal eine ewige Konstante des Doktors. Bedeutet, man muss sie halt immer so hochbringen, geht nun mal nicht anders. Sie sind die Daleks und sie eliminieren. Auf jeden Fall kommen wir zu Platz Nummer 2. Das ist der größte Feind des Doktors. Sein größter Konkurrent, der Master. Ich glaube, dazu muss ich jetzt nicht so viel sagen. Aber gut, in Staffel 12 haben wir sogar erlebt, dass der Master im Prinzip im Alleingang Gallifrey vernichtet hat, was immer noch ein bisschen strange ist. Dafür erwarte ich immer noch eine Erklärung. Nee, in dem Fall ist es eigentlich zu krass, weil, gut, wir hatten eigentlich eine Ansammlung von Time Lords, die auch einen Krieg mit den Zeitkrieg, mit den Daleks geführt haben und mit diversen anderen Leuten. Und dann kommt ein Master und vernichtet die gesamte Spezies? Weiß nicht, irgendwie ein bisschen strange. Weil er hatte auch im Nachhinein erst die Cybermaster. Und gut, mit den Cybermaster wäre das möglich gewesen. Ohne etwas schwierig. Deswegen kann ich jetzt nicht ganz genau begründen, warum der Master es geschafft hat, Gallifrey zu vernichten. Dennoch hat er es geschafft. Und dennoch hat er so einiges auf die Beine gestellt. Hat jetzt wahrscheinlich eine Armee unter sich, die Cybermaster. Wie gesagt, Cyberman mit Timelord-Fähigkeiten. Das ist irgendwie das Höchste, was man eigentlich erschaffen kann als Armee. Eine unsterbliche Armee, die durchs Universum ziehen wird und alles vernichten könnte. Das ist nun mal der Master. Deswegen, ja, absolut verdient auf Platz 2. Ich meine, keine Ahnung, was da noch gegenhalten könnte. Auf Platz 1, und jetzt wird's kontrovers, jetzt wird's schwierig. Hör zu. Im Prinzip bildet jedes dieser Monster irgendwie eine Variable, die man theoretisch kalkulieren kann. Bedeutet, es gibt immer eine Möglichkeit, diese Leute zu schlagen. Im Falle von Hör zu, haben wir was, was wir nicht definieren können. Wir wissen nicht mal, ob das wirklich existiert, aber eine Sache ist klar. Als sich dieses Bettdecken in die Höhe gelüftet hat und man irgendwas erkannt hat, man hat aber nicht gesehen, was drunter ist, hat der Doktor ganz klar gesagt, guckt nicht hin, guckt auf keinen Fall hin. Wenn ein Wesen, was sich perfekt tarnen kann, entdeckt wird, was passiert dann? Was tut dieses Wesen dann? Weil wir kennen diese Folge, es war Genialität. Wir haben den perfekten Jäger in der Natur, die perfekte Verteidigung. Warum nicht auch die perfekte Tarnung? Klar, man kann auch sagen, das war auch alles nur eingebildet, weil wir wissen ja, das war auch dieses Traumsignal von Doktor, wo er sich eigentlich theoretisch seine eigene Vergangenheit eingemischt hat und dann irgendwie im Prinzip Clara diejenige war, die halt diese Angst ausgelöst hat, aber trotzdem war da was unter der Bettdecke. Und wenn da was gewesen ist, war das wirklich so mächtig, dass der Doktor nicht mal wollte, dass man es anschaut. An dieser Stelle, das nächste Video erscheint, wenn die Frage gestellt wird.